Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio, wo wir uns dem Endziel der Rakete nähern. Wenn wir uns die Forschung anschauen, da sind wir momentan hier dran. Dann die Rakete, die braucht etwas weniger. Und dann noch die letzten Wissenschaftspakete. Die restlichen, das sind alles unendlich Forschung, die können wir sein lassen. Aber ich habe auch gesehen, dass hier drüben etwas wenig Kunststoff rauskommt. So ist das so. Einfach zu langsam. Das einen positiven Effekt. Vielleicht einen zweiten Beacon. Jetzt kommt zu wenig Kohle, weil, und das ist was anderes, was ich auch festgestellt habe, hier unten zu wenig Kohle reinkommt von unserem Kohlefeld. Da unten. Ich glaube, das Kohlefeld da haben wir vollständig abgegrast. Ja, hier hinten haben wir noch etwas. Ja, da ist nicht mehr viel drin. Das heißt, entweder holen wir uns Kohle von hier oben oder von da. Denke fast von da drüben, das wäre praktischer. Nicht die Gleise laufen, wenn ein Zug kommt. Wie wir mehrfach festgestellt haben, ist das für die Gesundheit unzuträglich. Hier aus. Ja, wir brauchen etwa die Hälfte der Energie, die wir produzieren. Das sollte uns bis ans Ende reichen. Zumindest in diesem Setup.
So. Dann brauchen wir in etwa so einen Bahnhof. Das ist ein Kohlefeld. Im Weg. Das. Dann machen wir einfach hier hinten Signal hin. Vielleicht wieder ein Radar platzieren, machen wir hier. Dann die einer auf das Feld, die Erzförderer. Kann ich gerade noch bauen. Beladung. Kopieren wir uns einfach die hier. Mit den Greifern. Hin. Zu wenig Holzkissen. Gut, dann. Mal die Bänder. Ich das Ganze hier mal so auf diese Seite lege. Ah. Sind die anderen vier? So.
Hintergrund über 3. In der Mitte. Und dann. Er geht hier hin. Er geht eins weniger weit. Und der letzte hier. Hier noch etwas Strom. Und auch auf dieser Seite. Unsere zwei fehlenden Förderer. Wunderbar. Dann können hier einen Zug platzieren. Etwas Kohle rein. Er fährt vom Kohlefeld bei vollem Frachtinventar zum Kohlebahnhof. Leeres Frachtinventar. So, hier hinten muss ich vielleicht noch das Gleis fertig machen und da platzieren wir noch so ein Signal. Und dann schauen wir, dass die Ausladung beim Kohlebahnhof auch ans richtige Ort kommt. Nämlich auf unser Kohleband. Dann möchte ich noch schauen, wie das Öl aussieht. So. Wir brauchen eigentlich dieses Band nicht mehr, wenn wir jetzt hier Kohle anliefern. Denn das war ja nur dazu da, um sicherzustellen, dass unsere Lokomotiven mit Kohle befüllt werden. Aber wenn wir einen Kohlezug haben, kommen wir die Kohle da direkt raus. Können da
ein rotes Band rausziehen, hier mit dran legen, Input Priorität links. Das heißt, wir füllen nur das auf, was uns fehlt. Und irgendwann dürfte dann auch der Kohlezug voll sein und in unseren Bahnhof einfahren. Und wir werden nicht allzu viele Kohle benötigen. Sollte das gut sein. Ja. Er läuft hier in den richtigen Bahnhof ein. Und jetzt haben wir auch hier oben wieder Kohle, die weitergeht, und nun wieder ein volles Band. Was wir hier wahrscheinlich brauchen, ist ein Signal. Dass sobald ein Zug hier drüber gefahren ist, kann der nächste bereits ausfahren. Jetzt haben wir nicht allzu viel. Jetzt denn mit dem anderen aus. Okay, da sind wir wieder fast voll. Yep. Wir könnten mehr rote produzieren. Wo gehen denn die roten hauptsächlich hin? Hier zu den. Okay. Weil wir zu wenig Rote haben, zu wenig Module. Hier staut es sich zurück. So sieht's aus. Ja, das heißt, wir müssen uns darum kümmern. Hier. Mehr rausbekommen. Dann bauen wir doch hier auch noch um. Noch es mit reinbekommen.
Geschwindigkeitsmodule rein. Das erhöht primär mal den Verbrauch. Aber hier hinten kommt zu wenig. Aus. Die Kohle. Wir könnten auch einfach hier mal das Band upgraden auf Rot. Ich denke, wir schaffen mehr als... Okay. Die Raketenforschung ist als nächstes dran. Hinten haben wir keine noch. Ein Großteil bereits ersetzt. War. Das heißt, kann ich auch diesen Teil upgraden. Nun fehlt es wieder am Flüssiggas. Flüssiggas fehlt es, weil die zu langsam sind. An irgendetwas wird es immer liegen, aber ich hoffe zumindest, dass dies etwas bewirkt und wir schauen dann in der nächsten Folge weiter. Also bis dann und tschüss!